ihr sehen könnt, dieses Board fährt ohne Fernbedienung. Man muss es halt lenken, indem man die Gewichtsverlagerung macht. Das heißt, man fährt so ein bisschen mit der Hüfte. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann kommt man so in den Modus rein. Das heißt, man kriegt ein Gefühl dafür, wie es funktioniert. Am besten, man steht immer ein bisschen weiter vorne, dann geht's. Und sobald ich abspringe, hört das Board von alleine auf. Pup. Safety Feature. Und einer von unseren Founders, dem gehört eine Factory in Shenzhen, wo ein großer Teil aller hochqualitativen Hoverboards in der Welt hergestellt werden. Und wir haben uns überlegt, wir haben ja eh schon so viel Geld investiert in dieses ganze Equipment für die Herstellung der Hoverboards. Und wir hatten dann angefangen, ein Frankenstein-Board zu bauen. Wir haben die ganz großen Teile von Hoverboards genommen und haben die dann auf ein normales Skateboard draufgebaut und haben dann über ein paar Monate hinweg daran als Prototyp, als Konzept gebastelt, um zu sehen, ob das eigentlich funktioniert, ein Board oder ein Skateboard in dem Sinne komplett über die intuitive Körperverlegung zu steuern. Und es hat funktioniert. Du kannst natürlich auch sehen, wie leicht du gefahren bist, was dein Average Speed war. Hier, kurz, wenn du kurz gefahren bist, nur 4 km/h, aber es fährt auch bis zu 32 km/h. Als wir die Firma gegründet hatten, hatten wir uns auf ganz von Anfang an ganz klar gesagt, wir machen 3 Produkte und danach Services. Und wir hatten mit dem Skateboard angefangen und haben in der gleichen Zeit auch noch einen Scooter entwickelt. Das Fahrrad, was wir uns überlegt hatten, haben wir erstmal, ich sag mal so, on hold getan. Das heißt, in Entwicklung momentan ist der elektrische Scooter, so wie das Skateboard, was jetzt sozusagen schon am Markt ist. Natürlich haben wir im letzten Jahr sehr viel gelernt und fokussieren uns jetzt mehr auf die Probleme, die es in diesem Sharing-Market und im Electric Mobility gibt. Und wir sind jetzt dabei, eine Plattform zu bauen. Yeah.